Willkommen zurück, Casey. Ich hoffe, ihr habt gut geruht. Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Dragon Quest 3. Ich kann jetzt schon wieder das Grinsen nicht lassen, weil ich mich darauf freue, dass ich das spielen darf. Ja, wir sind in... Wo sind... Romania, glaube ich. Wir sind auf einem neuen Kontinent, beziehungsweise sind jetzt in einer neuen Stadt, in einer neuen Welt. Oh, der ist wieder da. Okay, wir wollten herausfinden, wie wir an den Horndrachen da kommen. So, lass uns mal gucken. Inventar. Also, es könnte helfen. Entweder Moschus. Aber wenn, dann würde ich mich... Ich beträufle mich einfach mal mit Weihwasser. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Es gibt ja auch nicht Schleichen oder sowas. Nee. Okay, das brachte es auch nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich da an den rankomme. Ich weiß es nicht. Sobald wir in seiner Nähe sind, er hört unsere Schritte. Aber ich kann ja auch nicht fliegen, ne? Also, naja. Schleichen können wir leider auch nicht. Wir sind nicht der Schleichcharakter. Okay, ich werde aber nochmal ganz schnell auf Tag umstellen. Also müssen wir so oder so nochmal schlafen gehen. Gute Nacht. So. Ich glaube, ich wollte nochmal einkaufen gehen, ne? Jetzt, wo wir das Handy entflucht haben und nie wieder mehr diese verfluchten Gegenstände aufziehen, weil sie lustig sind, aber okay. Werden wir bestimmt das öfter doch trotzdem nochmal machen. Will ich erstmal hier kurz reingucken, was wir... Also, wir haben eine Eisenlanze. Die wäre tatsächlich für Claire gar nicht mal schlecht. Claire trägt derzeit ein Schwert, aber sie ist ja sowieso unsere Heilerin. Da wir sie aber noch nicht als Heilerin einsetzen können, also als Dauerheilerin, machen wir das einfach mal so. So, ansonsten... Deswegen, sowas brauchen wir hier auch nicht. Kettensichel, ich will keine Sichel haben. Ich habe derzeit einen Bumerang, damit bin ich tatsächlich ein bisschen zufrieden. Ich würde mir noch ein paar Schuppenschilde holen, weil sie unsere Verteidigung doch erhöhen. Und das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja. Müssen wir eigentlich uns ein bisschen ausrüsten, aber noch habe ich keine Lust, mich auszurüsten. So, und Claire kriegt auch noch Verteidigung. Das ist wichtig. Was, tut mir leid, ich habe kein Geld mehr? Oh, ja, ich sehe es. Ich habe kein Geld mehr. Oh, ja. Gut, okay. Gehen wir einfach weiter. Gehen wir einfach weg. Okay. Was unsere Aufgabe ist, wissen wir eigentlich noch gar nicht so wirklich. Kann das sein? Ich wollte... Oh, dieser Brunnen sieht so schön aus. Ich wollte hier reingucken. Weil ich das Gefühl habe, dass hier vielleicht irgendetwas Neues passiert. Ich weiß es nicht. Oder wir müssten erstmal weitergehen. Ach, wir gucken. Wir gucken uns um. Wir gucken uns um. Das wird abgeschlossen sein, wa? Ja, natürlich wird das abgeschlossen sein. Natürlich, da ist wieder eine Schatzkammer. Schatzkammern sind ja jetzt nicht unser Ding hier, was wir... Sah anders aus, musste ich angucken. Da ist zumindest ein Fässchen. Ein Flinkheitssamen. Oh, Flinkheitssamen sind immer gut. Das sind die besten. Miau. Miau. Das alles, um hier oben festzuhängen. Ja, klasse. Hi. Lass gut sein, ja? Wie oft soll ich es dir noch sagen? Ich kenne keinen grünen Rächer. Noch nie von ihm gehört. Hä? Wer zum Geier bist du? Ich dachte, du wärst noch so ein Wachmann, der mich in die Mangel nehmen will. Wenn sie mich so auf den Kieker haben, wer weiß, was sie dann mit dem Grünen machen, wenn sie ihn kriegen. Was? Wo der ist? Angeblich auf dem Himmelsturm. Er und seine Horde hinterhältiger Handlanger. Verdrisch die ordentlich für mich. Oh Gott. Ja. Okay. Also wir wissen jetzt zumindest schon mal, dass es einen Schurken gibt.
den ich verprügeln soll. Hä, warum versteckst du dich hinter einer Zaubertür? Ach du Doofkopf. Wer macht denn sowas heutzutage noch? Schon ein bisschen frech. Kaum kriegst du den Diebesschlüssel, weißt du, brauchst du jetzt nur noch den Zauberschlüssel. Ja, danke auch. Hallo? Hui, oh hui, meine Güte, mein Sohn, der König, er liebt nichts so sehr, wie Spaß zu haben. Er spielt lieber, als dass er regiert. Hübsche Bilder? Halt, oh. Okay, ich glaube, so diese Dinge habe ich immer übersehen. Ein Buch. Ein Exemplar. Geständnis eines notorischen Lügners. Okay, was macht denn das Geständnis eines notorischen Lügners? Ein Handbuch, das lehrt, wie man ein gerissener Geselle wird. Lass es lieber nicht zu lange aus den Augen, sonst entschlüpft es dir noch. Ich muss wirklich... Ich muss jedes Mal nachgucken. Okay, was... was war das? Ein gerissener Geselle, ne? Weisheit erhöht sich schnell. Widerstand und Flinkheit erhöht sich etwas schneller als gewöhnlich. Bin zufrieden mit dem, was wir haben. Jetzt, wo Sandy nicht meine Memme ist, ist alles gut. Bei Memme war jetzt auch nicht so schlimm. Widerstand und sowas hat sich erhöht. Nur die Flinkheit nicht. Also, der König ist ein Spielkind. So viel haben wir jetzt festgestellt. Wir haben aber den König noch nicht getroffen. Aber wer würde es denken, als wenn er im Thronsaal wäre? Well met, traveler. Tell me, what brings you to fairest Roma? Ah, I see. You must be the hero of Aliahan. Your king sent word that you were on a mission of great importance. Ah, it is an honor to at last meet the scion of Ortega in the flesh. Your reputation precedes you. Now, there is something I must ask of you. That despicable brigand Robinhood has stolen from us our most sacred and regal crown. Were you able to return it to us, you would prove yourself a true hero. Believe me, you will not get a better chance to show just what a descendant of the great Ortega can do. Go forth, and may luck travel with you! Okay. Nichts hinter den Thron. Also, ja, der grüne Rächer. Wir wissen schon, dass wir zum Himmelsturm müssen. Das haben wir schon herausklammüstert. Hi, Königin. Meine Hofleute sagen, Aliana sei ein Ort von großer Schönheit. Sagt mir, findet sich diese Schönheit auch in den Herzen dieser Leute wieder? Spero di si? Ich hoffe ja. Was willst du, Spero di si? Was ist? Ich verstehe kein Wort. So. Jetzt haben wir eine Aufgabe. Den grünen Rächer fertig machen. Der grüne Rächer ist im Himmelsturm. Wir gehen jetzt einfach mal raus und heldenhaften so jetzt mal so ein bisschen heldenhaftmäßig herum. Und halten Ausschau nach Monstern, die wir zur Montys Arena schicken können. Hier habe ich ja schon mal geguckt. Wir müssen dann da nach oben, wa? Wo der Himmelsturm ist. Ja, irgendwo, ne? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie es weitergeht. Huch. Okay, das ist wirklich unsere Aufgabe. First, we will make our way north to the village of Cori, before heading to the old tower. Now march, Cavalieri! Die sind auch hinter den Dieben her, so wie wir. Ah, scusi.
By any chance, would you happen to have come from Aliahan? Then it is as I thought. We recently received a letter from the king of your nation. He mentioned sending a warrior off on a great quest. You are exactly as he described. I had hoped for some help tracking down our king's crown. You see, it was recently stolen. As a result, the outpost that leads to Portoga is closed until further notice. Mi dispiace for the trouble. I am truly sorry. I know this will not help your journey. However, the outpost will be open soon enough. We believe we have found the hideout of the thieves. The crown will be returned in due course. Viva il re! Sounds like those ruffians are in the tower to the northwest. The one that's just over the mountains. See, I saw it once when I made the journey to the western coast. It is quite a trek, let me tell you. Mhm. Gespräch zeichnen wir natürlich wieder auf, aus Gründen, die ich noch nicht ganz verstehe, aber falls wir uns irgendwann mal an nichts erinnern. Außerdem finde ich schön, wenn wir das irgendwie... Okay, wir müssen also das Fass aufmachen. Machen wir hier nicht so ein Fass auf, ja? So, zum großen Turm. Die Krone wiederholen, wie uns der König auch aufgetragen hat, persönlich. So, da vorne ist erstmal ein Point of Interest. Einmal das. Gegengriffkräuter, Mondrauten und das wird garantiert irgendetwas sein. Hallo? Ist das hier ein geheimer Ort? Warte, ich rede gleich mal mit euch. Ein Vollmondring. Warum meine ich irgendwas MP-mäßiges, ne? Wenn ich mich jetzt nicht rechne. Ein Ring, den eine rein weiße Perle ziert und der einen gewissen Schutz vor Lähmungsangriffen gewährt. Ja, von mir aus. Den Heiler vor Lähmungsangriffen schützen ist natürlich auch sehr wichtig. Starke Arznei. Hi. Du suchst weitere Orte wie diesen? Ich habe schon einige besucht, aber es ist schon lange her. Mal sehen, ob ich dir noch die Richtung weisen kann. Ja, ich erinnere mich an einen besonderen Ort im Norden. Nahe eines großen Baumes, direkt am Fuße eines Berges. So schnell kann ich gar nicht lesen, wie du redest. Tut mir leid, genauer kann ich gar nicht beschreiben, aber ich meine mal gehört zu haben, dass es mindestens fünf zwischen Romania und der nördlichen Region gibt. Oh, es kommt nicht oft vor, dass wir Besucher haben. Bist du auf Erkundungsreise? Gestatte mir, einen Rat mit auf den Weg zu geben, um diesen vom Zufall begünstigtes Treffen zu würdigen. Sobald du hier bleibst, werden dich keine Monster behelligen und es gibt noch weitere Orte wie diesen auf der Welt. Halte die Augen einfach auf. Ja gut, die geheimen Orte wissen wir ja schon. Dass wir nicht angegriffen werden, ja gut, ist ja auch klar und wir gehen weiter. So, wir sind jetzt da. Wir sollen nach da, okay. Wir sollen nach links. Wir gehen dann auch erstmal nach links. Ja, kämpfen. Ach, bleib bei der Peitsche. Natürlich. Überlebt nicht immer alles. Du Lappen. Glaub's ja wohl. Das ist das, wo ich hin muss? Hier? Sieht gar nicht turmig aus. Ist nur eine Passage, wa? Außenposten. Hallo? Stehen geblieben. Dieser Weg führt zu Il Rigona di Portoga, zum Königreich von Portoga. Wenn du hindurch willst, musst du den Chiava Magixia Scusi, den Zauberschlüssel finden. Facile, ein Kinderspiel. Eins dürfte jeder nach Belieben ein- und wieder ausreisen. Aber aufgrund der vielen Monster müssen wir kontrollieren, wer hier passiert. Okay, ich brauche den Zauberschlüssel. Aus unerfindlichem Grund. Brauche ich den Zauberschlüssel, um durch diesen Ding zu gehen. Okay, alles klar. Ich vermute mal, wir bekommen den... Halt.
Ja, das wäre aber wirklich doof gewesen, tatsächlich. Wenn wir die Mini-Medaille... Ah, oh, diese Wasserspiel, es sieht schön aus. Ist furchtbar, dass es schön aussieht, das Spiel. Ist furchtbar schön. So, okay, wir müssen den Zauberschlüssel finden. Aha. Es ist ein weiter... Es ist wirklich ein weiter Weg, den wir jetzt zu treffeln haben. Oh, ist noch eine ganze Wüste und alles. Ich würde am liebsten erstmal ein bisschen so auf dem Hauptmodus bleiben. Das sind keine Fähigkeiten, die, ne? Fußfeger hilft uns nicht weiter. Fliegende Monster treffen wir hier nicht. Das hat nicht wirklich Schaden gemacht. Das ist übrigens ein Unding, dass sie zweimal angreifen dürfen. Was stand da? Finden den gesuchten Dieb. Achso, ja, unsere Aufgabe. Die Wirkung der Fiole des Weihwassers lässt nach. Ja, ich wollte auch nicht wirklich die haben. Das war nur ein Test. Bleib auf dem Hauptweg. Da eigentlich ein Feuerdude ist. Okay, das hat nur die Hälfte an Schaden gemacht, aber er ist trotzdem tot. Push. Wir werden jetzt nicht nach Süden gehen. So viel kann ich euch sagen. So viel kann ich euch versprechen. Wir gehen nicht nach Süden. Das hat den letztes Mal getötet, der wird ihn jetzt wieder töten. Quack, quack. Lass mal Sandy wieder in Ruhe, die kriegt schon wieder ganz schön auf die Fresse. Claire erreicht Stufe 10. Oh, wir sind wieder in der Level-Up-Region. Sehr schön. Stufe 10. Was Neues? Kikeriki und Hoffnungsschimmer. Okay, Hoffnungsschimmer weiß ich nicht, was das ist. Werden wir aber sehen. Ich vermute mal Heilung über Zeit. So, wir werden nicht über diese Brücke gehen. Dann für ein nackiger Vampir. Ich glaube, sie sind einfach nur Magie unanfällig. Hey! Saug mir nicht meine Mana ab. Sausack. Eine Schatztruhe mit... Oh, ein göttlicher Dolch. Haben wir leider schon, aber kann man ja irgendwann mal verkaufen. Wobei, verkauf keine Gegenstände. Zwei Kupferschwerter. Zwei Lederharnische. Schuppenschild. Warte. Ein Schuppenschild. Lederkleid. Ja, eigentlich so. Erweckt manchmal einen Gefallenen, verbündet mit... Achso, das... Oh, wieder... Oh, Wiederbelebung. Push. Push.
Wow, hat er uns wirklich... Hat er uns wirklich daran gehindert, der... Alter, alle drei... Gut, ist egal. Ey, auf damit! Blöder Vampir. Geister reicht Stufe 9. Naja, Stufe 9 erst. Naja, gut. Flammenhieb. Gut, ich vermute mal, das ist ein Schwertangriff. Ich hätte gedacht, dass hier vielleicht irgendetwas... Aber der Baum da, der sieht doch schon... Der sieht doch schon wieder so aus, wa? Ja. Der sah doch schon wieder so aus. Der sah schon wieder aus wie ein Baum. Eine Mini-Medaille. Sehr geil. Tatsächlich bald wieder zurück, ne? Weil ich glaube, wir können uns jetzt den Klingenbumerang holen, der stärker ist. Mich würde interessieren, ob hier irgendwo ein Monster sich versteckt. Da ist übrigens noch das hier. Achso, ja. Wir reden da nicht drüber, was ich sage. Wir ignorieren das, was ich sage, okay? Ja, ich denke mal, wir werden den ganzen Kontinent jetzt abgehen. Wie sieht's lebenstechnisch aus? Einmal durchheilen. Mein Gott. Multiheilung wäre noch cool, ne? Der Wolf hat ein Auge verloren. Auge um Auge, Zahn um Zahn, ne? Multiverlangsamung. Sei mal nicht so, ja? Okay, Sandy. Schick dich mal in die Verteidigung. Gut, dass wir das gemacht haben. Sonst wäre Sandy jetzt tot. Huiuiui. Alter, die tun aber auch manchmal weh, die Viecher. Aber gut, sie geben 52 Erfahrungen. Das ist auch schon ziemlich viel. So. Naja, wir müssen aber auch bald eine Stadt aufsuchen, habe ich das Gefühl. Meine Fresse, tun sie uns weh. Okay, wir sollten vielleicht ein bisschen in den anderen Weg mal gehen wieder. Alter Finne. Ich habe das Gefühl, dass wir hier übelst zusammengeschlagen werden. Kann das sein? Alter Finne. Aua. 150 Erfahrung. Okay, wir sollten... Wir sollten wirklich in die andere Richtung gehen, glaube ich. Also, Multiverlangsamung, schön. Sandy ist wieder da. Aber wir sollten nicht nach Norden gehen. Au!